Was geht ab, meine Hosi-Fighter Hoser hier und willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Heroes Summon Video. Denn nachdem wir den Story-Modus geschafft haben, nachdem wir die Story durch sind, falls euch interessiert, Freunde, könnt euch das gerne ansehen in den Let's Plays, will ich mich nun an die Nebengeschichten ranwagen. Und für die Nebengeschichten brauchen wir gewisse Karten. Wenn ich euch also mal das Ganze zeigen darf, auf Kapitel 1 Nebengeschichte habe ich hier Kefla habe ich schon gezogen aus Universal Mission Set 1, aber mir fehlt noch Kale. Und dementsprechend wird es heute in dem Sum-Video gehen. Ich habe mir eine Liste erstellt, Freunde, die Karten, die mir noch fehlen für die Nebengeschichten. Und wir werden heute erstmal versuchen, für die Karten zu sammeln. Es gibt wirklich schon ein paar Nebengeschichten, so ist es nicht. Also, und mir fehlen da schon einige Karten. Deswegen, ja, ist das die Thematik des heutigen Videos. Wir werden für sie sammeln. Ich hoffe, wir können so die meisten schon mal ziehen. Denn die Tage will ich dann auf jeden Fall auf die Nebengeschichten eingehen. Also die Nebengeschichten auch, ja, in Form eines Videos machen. Quasi die Let's Plays weiterführen, was mir auf jeden Fall sehr Spaß macht. Und ja, nachdem ich schon gemerkt habe, ich habe ein bisschen paar Tage Auszeit genommen, sage ich mal, von Dragon Ball Heroes. Aber jetzt will ich, wie gesagt, wieder da ein bisschen angreifen und vor allem auch die Nebengeschichten mal spielen und euch zeigen, wie das Ganze ist. Weil mich interessiert auf jeden Fall, wie die Nebengeschichten sind und von der Schwierigkeitsstufe her auch, wie das Ganze verlaufen wird. Gehen wir erstmal auf Kale, Universal Mission 1 Set Kale. Hier wollen wir sie, hier brauchen wir sie und hier... Ah doch, wir sind mit normalen Tickets, okay. Hier wollen wir sie! Let's go! Und das wird quasi an. Heute so verlaufen. Jetzt die Sache. Seht ihr irgendwo Kate? Ich sehe sie noch nicht. Oh, jetzt mal abgesehen davon, Universal Mission 1 habe ich, glaube ich, nicht viel gepullt. Kann das sein? Guck mal, den einen Goku haben wir sofort gezogen. Den Super Saiyan 3 Goku hier. Mutti Extreme doch in Faust, okay. Oh mein Gott. Okay, okay, Moment, Moment, Moment. Okay, in Universal Mission 1 habe ich nicht so viel gezogen, wie es aussieht. Nicht schlecht. Also können wir auch hier vielleicht was Gutes ziehen. Super Saiyan 4 Goku. Oh, extra Force. Oh, der hat zwei Fähigkeiten. Okay, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall annehmen trotzdem. Berserker-Karte, der sah auf jeden Fall cool aus, der Goku hier. Oh, genau. Ja, dementsprechend machen wir auf jeden Fall mal so an der Stelle weiter. Wir fangen. Ich ratter die Liste oder gehe die Liste einfach mal von oben nach unten durch. Was? Ui, Goku, warte mal. Hey, in Set 1 habe ich, glaube ich, gar nicht gesammelt. Kann das sein? Oder ein bisschen vielleicht. Oh mein Gott, dieser Vegeta GT sieht auch geil aus, finde ich. Aber den Ui, Goku da. Der ist ja mal geil aus hier an der Stelle, oder? 4 Sterne Ui Goku, nicht schlecht. Okay, 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 interessant, interessant. Ja, die ganzen Ticket-Charts, die wir bekommen, ist nicht schlimm. Die können wir im Endeffekt verwerten. Die seht ihr schon. Die haben eine gute Anzahl an Tickets. Die haben wir letztens im Stream erfahren. Falls ihr auch vielleicht Bock habt, in den Streams reinzugucken. Oh, Fu! SDC Fu! Dann ist der Link dazu in der Beschreibung, falls ihr Interesse habt an den Streams. Stimmt, jetzt erinnere ich mich an dieses Set. Hier war Fu drin und den haben wir nicht gezogen. Okay, wir nehmen den nebenbei natürlich noch mit. Ab und Zeit in deiner Angriffsphase im Zugmodus 6. Ah, Gott, ich rede das so ernst. Seine CAE. Aber hier, das ist geschehen, seine Fähigkeit. Plus 20.000 Kraft für zwei zufällige Verbündete am Ende jeder Runde. Geil. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, dass wir da Fu gezogen haben. Oh mein Gott. Ja, ihr merkt schon, die Tickets verschwinden langsam. Kerl. Wo ist Kay? Ist Kay auch in diesem Park? Freunde, bitte. Immer noch nichts von Kay zu sehen hier an der Stelle. Das kann doch nicht sein. Was ist hier los? Ich frage mich auch vor allem, ich glaube nicht, dass alle Charaktere, die man für die Nebengeschichte braucht, eine hohe Rarität haben. Also, dass man sie auch relativ gut ziehen könnte. Warte mal, UM1 36 Kale stand mit dran. Die 36. Karte, die ich mir aufgeschrieben habe. Was für eine Rarität hast du, Kale, die nette Dame? Ah, ja, tatsächlich, guck mal, 2 Sterne und wir ziehen sie nicht. Das kann doch nicht sein. Kale, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, komm. Sollen wir vielleicht 3 Singles raushauen oder 8? Ah, nee, komm mal, du musst... Ah, wohl, wohl. Aber hier brauchen wir nur eine Karte. Vielleicht aus Sets, aus denen ich mehrere brauche. Nein, wir haben Kalifla wieder gezogen, aber nicht Kale. Oder Trunks sind da noch? Ey, Nylos. Ja, ja, nein, alles klar. Geil aus. Guck mal, der hat auch die mutige Extreme Drachenfaust. Viele so Promokarten aus einem Set haben ähnliche CAs, sag ich mal. Oder Fähigkeiten, die kaum miteinander verknüpfen. Den Goku hat neben mir gezogen. Wow, der ist 4 Sterne. Okay, auch optimische Superkrieger. Am Ende von Runde 1 Zeit und Kraft für alle Angreifer. Außerdem wird ihr Eye-Tempo auf den Anfangswert gesetzt. Ah, okay, sodass Veränderungen aufgehoben werden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, jetzt vielleicht in den Let's Plays gemerkt, das Eye-Tempo-Deck macht mir auf jeden Fall Fun. Und, ja, warum nicht? Okay, warte mal. Jetzt muss ich vielleicht mit einem anderen Plan rangehen. Weil, ich glaube, aus dem... Weißt du, lass uns mal kurz ein paar Singles raushauen. Weil wenn wir Kale haben, ist gut. Ich glaube, von den ganzen Nebengeschichten Promo... Oh mein Gott! Freunde, das sind die Hashtag 1 Single Sums. Das sind die Hashtag 1 Single Challenge. Betäubung wird verändert, aber du kannst keine Kurve. Ja, okay, kennen wir alles. Nur Runde 3. Ja, okay, Runde 3. Ja, nehmen wir aber trotzdem, weil es sieht geil aus. Denn aus Set 1 aus den Nebengeschichten Karten, die ich brauche, ist nur Kale gelistet. Aus den anderen Sets sind da mehrere. Zum Beispiel
aus Set 3 habe ich. Ich glaube, danach gehen wir mal in Set 3 rein. Ah, wobei ich. Ja, ich hätte vielleicht gucken. Ah, vielleicht sollte ich von Nebengeschichte zu Nebengeschichte sehen. Doch, die Reihenfolge behalte ich mal. Weil ich will ja mit der ersten Nebengeschichte quasi anfangen. Also brauchen wir auf jeden Fall Kate! Wenn wir jetzt nicht Kate ziehen, Pan, zieh beiseite. Keiner kennt dich, keiner will dich, keiner braucht dich. Wir brauchen Kate. Oh mein Gott, okay. Universum 6 Charaktere sind es auf jeden Fall schon mal. Kate, hey, die war, was hat die? 2 Sterne und 3 Sterne? Ich glaube 2 Sterne, aber. Okay. Das kannst du nicht sagen. Kale, sind sie in diesem Pack oder haben sich verlaufen oder geht da gar nicht? Oh mein Gott. Okay, jetzt da eine spezifische Karte zu sehen wegen der Nebengeschichte. Tut gut. Tut auf jeden Fall gut, findet ihr nicht? Komm schon, Kale. Lass uns nicht. Ich will nicht wieder ein Mutti raushauen. Oh mein Gott, es kommen immer Charaktere, die ich schon hab. Legit die. Kale, können wir bitte mal hier aufpoppen? Oh mein, ich hau die Singles hier raus, Freunde. Weil wir haben schon relativ viele Charaktere gezogen. Wenn ich jetzt einen Multi raushaue und dann wieder gleich Charaktere ziehe. Wir wollen nämlich eigentlich nur Kale. Es kommt zwar neue Charaktere, so ist nicht. Aber es ist nicht Kale. Wobei die Karte geil aussah auf jeden Fall. Die Karte sah ja an der Stelle gleich mal so schlecht aus. Ja, Freunde, Thema Dragon Ball Heroes. Wie sieht das Ganze aus? Spielt das noch? Seid noch dran? Wir haben da im Stream letztens ein bisschen diskutiert. Viele haben mich gefragt, ey, lohnt sich Dragon Ball Heroes? Ganz ehrlich, ich kann es wirklich eigentlich jedem empfehlen. Es ist ein vollwertiges Spiel und man kann wirklich sehr, sehr viel machen. Also nicht nur außerhalb der Story. Falls euch mal interessiert, wie das Ganze so die Story aussieht oder so, wie gesagt, ich habe dazu Let's Plays gemacht. Könnt euch gerne in Playlist abchecken. Aber außerhalb davon geht wirklich viel. Wir haben jetzt zum Beispiel die Nebengeschichte, die wir noch vor uns haben. Es gibt Arcade-Modus, online gibt es. Es gibt immer Online-Events und so fort. Das, was mich jetzt so, nachdem wir die Story durchgehabt haben, was mich an dem Spiel so wirklich begeistert ist, natürlich so, ich habe wahrscheinlich auch so ein Fable dafür, so Teamsport, Decksport, verschiedene Karten ausprobieren und so fort. Es gibt wirklich sehr viele Karten, man kann sehr viel auf jeden Fall machen. Zubehör spielt auch eine Rolle, man kann die Charaktere anpassen, man kann den Zubehör zuteilen und so fort. Ich finde das Ganze schon recht interessant, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt ist die Frage, oh nein, warte mal. Die seltenen Tickets geben dir 3 Sterne oder höher und Kane war glaube ich 2 Sterne. Ich muss mit den blauen Tickets hier rein. Ist es gerade dein Ernst, Kane? Die war doch 2 Sterne, oder? Ich guck mal gleich nochmal rein, wenn wir keine blauen Tickets mehr haben. Aber hey, die da... Oh mein Gott, Gogeta. Promo Gogeta, jetzt auch mit der Drachenfaust hier. Dynamische Extrafaust. Eine andere wahrscheinlich. Die andere hat eine mutige, aber die hat eine dynamische. Alles klar. Nichts ist klar. Ganz ehrlich, nichts ist klar. Verdammt nochmal, ey. Was ist hier los? Ja, der hat eine vollständige Extra-Buff raus. Alles klar, haben wir verstanden. Wir wollen nicht vollständig, wir wollen keine dynamischen, wir wollen einfach nur eine Kale. 2 Sterne Kale war sie, denke ich. Ich guck mal gleich wieder rein. Oh mein Gott. Bitte? Das Ding ist, wenn ich mit goldenen Tickets hier reingehe, das geht nicht, weil die droppen 3 Sterne und höher. Wenn ich jetzt recht im Kopf habe. Und Kale war hier an der Schwarze 3 Sterne? Sie war. Na, 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 2 Sterne. Ich brauche blaue Tickets. Also da muss ich schon ein bisschen gucken. Wenn die anderen Charaktere sind, es kommen, werden viele Promokarten kommen. Die werden. Ah, ich muss da schon mich gleich ein bisschen schlau machen, wo ich genau reingehe. Wer halt im Prinzip die höhere Rarität hat. Ey, das gibt's doch nicht, sag mal. Bitte kannst du mir mal ein K droppen? Weder Hit noch irgendwas. Ein K. K. 2 Sterne, mehr verlange ich doch nicht. Einfach gewähren. Das ist doch nicht dein Ernst gerade, oder, Game? Wir wollen mit den Nebengeschichten loslegen und du verwehrst mir Kale. Oh mein Gott. Gibt es sowas zu glauben? Ich weiß nicht. Keiner weiß. Ey, was ist hier los? Ey. Oh, hoch, niemand. 1 Sterne. Oh mein Gott. Ich krieg gleich einen Vogel hier an der Stelle. Nur Spaß. Leute, was ist hier los? Und 1,36 Kale. Hallo. Sind sie hier drin, UM136K? Ja, raus mit dem Single. Oh, keiner will den. Ey. Hey. Ja! Endlich! Oh mein Gott, hat das gedauert! Zur Seite mit dir jetzt. Was ist denn da los gewesen? Das kann's doch nicht sein. Aber gut, die kann ich aus meiner Liste streichen. Die haben wir jetzt an der Stelle. Set 1 Freezy. Super Dragon Ball 1, genau, 28. Oh mein Gott, wieso kann man hier nicht... Hier, 28, bei Freezy, 2 Sterne. Ja, okay, da habe ich zwar 8 Tickets, aber
Set 8, dieser Schrom, wie viele Tickets hat der? Set 8, was ist der SCP-14? Bitte? SCP-14, ah, der ist Promokarte, aber aus Set 8 brauche ich noch Dabrasino, okay, da können wir auch reingehen, ist auch eine Promokarte. Dann lass uns mal hier reingehen, let's go, mit einem Multi. Set 8, let's go, hauen wir den Multi raus, nicht dingen, wir gehen hier rüber. Ich werde es auch nicht allzu lang halten, Freunde. Hat sich ein bisschen gezogen jetzt, weil ich hier nachgucken musste, okay, welche Rarität ich markiere. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die haben hier gut gepult. Oh mein Gott, stopp. Gaming wieder? Ne, den brauchen wir nicht, den auch nicht. Den auch. Ich hab ein Konto eingeben, wenn Gegner Team ab 7 wird, okay, und 300, ja, es geht. Willenskraft dauert 1,2-fach Schaden zufügen. Okay, es geht. Oh, SEC, Gogeta! Ein Kontoanschub am Start als 1 Angriff plus 10.000 angehende Kraft erhalten und in der Runde 3 Angriffe ausführen. Und in der Runde 3 Angriffe ausführen. Woo! Der ist nett, hat auch hier eine ultimative Einheit. Krass. Krass, aber. Nee, das sind nicht die. Wir brauchen Schrom und Dabre. Also müssen wir nochmal rein mit einem Multi an der Stelle. Und dann würde ich sagen, ich habe keine Multi. Oh mein Gott, kann ich mir Tickets eintauschen gegen ein goldenes Ticket? Bitte sagt ja, dann kann ich eine Multi raushauen. Und sagen, I don't wanna know. Ja, das kommt davon. Das kommt halt legit davon. Oh mein Gott, ich würde jetzt schon gerne die ganzen Tickets hier raushauen. Aber dann mache ich mir vielleicht mal den hier. Ich werde mal versuchen, hier mit den normalen Tickets für Freezer zu gehen. Denn, was? Hashtag 1 Single Summon. Hashtag 1 Arcus Promokarte. Aber sie sieht trotzdem übertrieben geil aus. Diese goldene Goku, vielfacher Goku. Sieht trotzdem übertrieben geil aus. Ja, falls wir noch irgendwie Tickets, Charts zusammenbekommen, dann kann ich eben reinhauen. Dann können wir noch am Multi am Ende raushauen. Also, das ist viel schneller. Das finde ich schlecht. W-Gangs, ne? Fusion von Vegeta und Trunks. Nein, was mache ich? Ich hau die goldenen Tickets gerade die ganze Zeit raus. Oh Mann, was mach ich? Egal, wir haben schon angefangen, gehe ich in Set 8 rein. Oh mein Depp, ich habe gerade die goldenen Tickets rausgehauen, da kann Freezer gar nicht droppen, weil er Zeitsterne ist. Verdammt nochmal. Oh je, oh je. Jiren, lol, was ist denn hier? Was? Drei Sterne Jiren, oh mein Gott. Naja, hoffentlich sind wir noch einen dieser, ja, was ist der, Shroom oder Dabra. Ja, jetzt kommst du oder was, Ken? Aber es ist ein falscher Pack an der Stelle. Jetzt kommt Ken oder was? Unglaublich. Ja, dann würde ich sagen, lass uns die Golden. Oh mein Gott, Supreme Kai of Time. Nee, Supreme. Doch, das war richtig. Supreme Time of Kai, sage ich eigentlich immer. Aber am Anfang war es richtig, nicht schlecht. Annehmen. Mitnehmen. Und dann haben wir noch die Zeit Singles raus, Freunde. Wobei ich kann die 8. Ich werde auch die 8 raushauen. Könnte vielleicht ein bisschen lang werden, das Video. Ich hoffe, das passt nicht allzu schlimm. Ich würde gerne die ganzen Tickets raushauen, weil dann kann ich eben die Nebengeschichten vorbereiten, die Tage. Ist dann im Endeffekt ein entspanntes Video gewesen. Hoffentlich für den einen oder anderen Nahzuglink einfach hier ein bisschen gesammelt. Und genau, jetzt haben wir aber noch die blauen Tickets hier wieder für den Freezer raus, wenn der droppt. Der 28 S. Sub, ja, Set 1 28 Freezy. Wenn der. Lol, was ist denn das? Naja. Teufel. Psi Teufelsmann war das. Da schon, kenne ich doch Teufelsmann. Devilman. Oh, unser Boy Nail. Ja, jedenfalls, Freunde, so viel auch im Endeffekt dementsprechend demnächst dazu. Ich hoffe, das Ganze hat euch, wie gesagt, gefallen. Könnt mir auch gerne Feedback geben. Wenn ihr irgendwas noch bestimmtes sehen wollt in Dragon Ball Heroes, mein Plan ist jetzt quasi, dass ich hier für die Karten sammeln, die ich für die Nebengeschichten brauche. Und dann mich, demnächst auch auf die Nebengeschichten stütze. Wenn ihr so Arcade-Modus auch sehen wollt, könnt ihr auf jeden Fall gerne wissen lassen. Wir haben ja auch zum Beispiel die viele Dimensionsrisse, viele Dimensionsportale aus dem Story nicht gemacht. Vielleicht, wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr das auch wissen lassen. Und ja, weil Dragon Ball Heroes kann man wirklich auf jeden Fall noch aufrechthalten. Es ist ein Spiel, was mir auf jeden Fall Spaß macht. Und Virus, okay. Und im letzten Single Summon, top da, Freezy. Hashtag 1 Single Summon zum Schluss und es ist. Gohan, alles klar. Na ja, Freunde, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace.